Ich habe Bestimmung von x durch y. Ich klicke auf Start. Starte den Wagen. Ich zoome nochmal rein, dass ich es groß sehe. Referenzpunkt. Halbe Sekunde zum Beispiel. Ich nehme den ersten Wert, den zweiten Wert, den dritten Wert, den vierten Wert, fünften Wert, sechsten Wert, siebten Wert, achten Wert, neunten Wert, zehnten Wert. XT-Diagramm sieht das Ganze so aus. Und hier habe ich meine Parameter, meine Ausgangskoordinaten.